Juliane Wolf. Paratischtennis. Die Paralympics sind das größte Behindertensport-Event, wo wir teilnehmen können. Es steht über allem. Es ist viel mehr wert als jede Europameisterschaft, als jede Weltmeisterschaft. Und ja, deswegen findet es ja auch nur alle 4 bzw. aktuell eher 5 Jahre statt. Ich hatte mich im November 2020 mit Covid-19 infiziert und hatte einen recht harmlosen, schwachen Krankheitsverlauf. Aber später hat sich dann herausgestellt, dass ich so eine Art Vorstufe einer Herzmuskelentzündung hatte, was mich dann dazu gezwungen hat, monatelang zu pausieren, weil ich mich nicht belasten durfte und das erstmal richtig aushalten musste. Ich bin eigentlich eher so der zurückhaltende Typ, aber wenn ich an der Platte stehe und man guckt sich Videos von mir an, dann ball ich schon mal doll die Faust und werde auch mal ein bisschen lauter. Weil ich am Tisch stehe, will ich dieses Spiel gewinnen und dann glaube ich auch bis zu jedem, also zu jedem Zeitpunkt dran. Meine Tochter ist im August 2018 geboren, das heißt, sie wird jetzt, während ich in Tokio bin, 3 Jahre alt. Und ich weiß halt, wenn ich in Tokio bin, dann sind wir lange Zeit nicht zusammen, so lange wie noch nie. Aber ich weiß, da wartet jemand auf mich zu Hause und fiebert auch schon mit mir mit. Also die weiß eigentlich schon ganz genau, die Mama spielt Tischtennis und die hat mittlerweile auch verstanden, was Gewinnen und Verlieren ist. Also die wird auf jeden Fall mitfiebern. Ich würde mich freuen, wenn dieses Mal halt auch ein paar Japaner im Stadion sitzen, die ja sehr Tischtennis begeistert sind. Deswegen sind unsere Chancen auf jeden Fall gut, dass auch da ein bisschen Stimmung aufkommt. Ja, der Wunsch nach einer Medaille ist riesig. Letztes Mal Vierter zu werden, war schon wirklich eine schlimme Erfahrung für mich. Also es war mega traurig, weil auch danach direkt die Siegerehrung stattfand und man das halt gehört hat, ich dann aus der Halle gegangen bin und ja, im Boden versunken bin. Aber jetzt habe ich dieses Mal 2 Chancen, eine Medaille zu gewinnen. Und ich hoffe, dass ich die dann am Ende im Gepäck habe, am besten vielleicht sogar 2.